Die Ärzte an Deutschlands Universitätskliniken gehen auf die Straße. Mehrere tausend Mediziner haben heute ihre Arbeit niedergelegt. Damit will die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Druck machen für die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder. Neben 6% mehr Geld fordern die Klinikärzte bessere Arbeitsbedingungen und weniger Bereitschaftsdienste. Schon lange klagen sie über zu hohe Belastung im Job. Laut einer Studie fühlen sich 60% der Krankenhausärzte häufig oder andauernd überlastet. 3/4 befürchten, die Arbeit beeinträchtigt ihre Gesundheit. Unsere Kollegin Antje Schmidt hat einen Klinikarzt begleitet. Ja. Ja. Torben Diek ist Anästhesist auf der Intensivstation der Medizinischen Hochschule Hannover. Ja, bin da. Oft geht es um Leben und Tod. Okay, Reanimation. Einmal den Reha-Wagen. Alles okay? 5 schwerkranke Menschen liegen hier. Dieser Patient wartet auf eine Transplantation. Herz und Lunge. Der Arzt und sein Team tun alles, damit er überlebt, bis die Organe da sind. Sind Sie wieder da? Es ist Wochenende. Statt 9 Stunden arbeitet Torben Diek 13 Stunden pro Schicht. Alles im Blick haben, volle Konzentration, schnelle Entscheidungen. Man hört ja dann nur, irgendein Zimmer hat ein Problem. Man merkt es auch gleich am Tonfall, ob es ernst ist oder nicht. Ich hatte ein anderes wichtiges Telefonat, ging um einen anderen Patienten, der schwer krank ist. Ich musste einfach auflegen. Wir kleben jetzt nur noch mal zur Sicherheit hier diese Patches auf, falls das noch mal passiert. Und der Als Arzt auf der Intensivstation ist Diek ständig mit schweren menschlichen Schicksalen konfrontiert. Nimmt er das mit nach Hause? Früher mehr als heute. Also heute ist es so, dass man mehr akzeptiert, dass ich mehr akzeptiere, dass Dinge einfach so geschehen. Also dass Menschen auch sterben. Genau. Ja. Zurück im Büro. Torben Diek will zu Ende telefonieren und er muss alles genau dokumentieren. Es sind ja so viele Informationen aufgeflossen. Ob es nun von der Mikrobiologie ist, jetzt das Ereignis dort. Ich muss die Antibiose für den Patienten auch noch umstellen. Und wenn ich das nicht sofort irgendwo aufschreibe und niederschreibe, was denn der nachfolgende Kollege oder Kollegin dann nachvollziehen kann, dann ist das einfach weg, die Information. Hallo, ich wollte mal kurz zu Ihnen kommen und mal die Wunde anschauen. Dieser Patient hat starke Atemnot und er hat sich ein Bein gebrochen. Torben Diek untersucht, ob sein Zustand stabil genug ist, um ihn eventuell zu verlegen. Denn immer wieder brauchen sie hier Platz für neue Notfälle. Dann fängt das Telefonieren an und wir suchen freie Betten auf anderen Intensivstationen. Das ist so das alltägliche Prozedere dann. Wie kommt es eigentlich mit der Arbeitsbelastung? Wie kommen Sie damit klar? Also ich habe vor einigen Jahren eine persönliche Konsequenz gezogen. Ich habe meine Arbeitszeit reduziert und arbeite jetzt immer 3 Wochen am Stück auf der Intensivstation und habe dann knapp eine Woche frei. Und das ist für mich ein ganz guter Ausgleich. Am Nachmittag Angehörigengespräche. Hier braucht es Zeit und Feingefühl. Insbesondere dann, wenn nur noch Geräte einen Menschen am Leben halten. Das gehört mir zum Alltag auf Intensivmedizin dazu. Das ist auch die Schwierigkeit an Intensivmedizin, letztendlich die Grenzen zu definieren. Und das ist das, was anstrengend ist. Das ist das Anstrengende, nicht die 13 Stunden, sondern das immer bis zum Schluss zu durchdenken. Torben hier, hallo. Ich habe gerade mit den Angehörigen gesprochen. Und ja, und wir werden die Therapie dann beenden, die Beatmungstherapie. Und aus Hannover zugeschaltet ist meine Kollegin Katharina Seiler. Frau Seiler, lange Dienstzeiten, auch am Wochenende, nicht ausreichend Zeit für die Patienten. Wir haben es gerade im Beitrag gesehen. Ärzte sind überlastet, das ist ja erstmal nichts Neues. Warum gehen die Mediziner aber jetzt auf die Straße? Ja, also mir haben die Ärzte, mit denen ich jetzt hier in Hannover gesprochen habe, gesagt, dass es vor allen Dingen die hohe Arbeitsbelastung ist, die sie nicht mehr mittragen wollen. Sie wollen, dass ihre Überstunden ausgeglichen werden in Freizeit. Sie wollen eine festgelegte Wochenarbeitszeit und sie wollen zum Beispiel auch nicht mehr als 2 Wochenenddienste im Monat haben. Und sie wollen auch 6% mehr Lohn, das ist richtig. Aber mir hat zum Beispiel ein Arzt gesagt, was nützt mir denn die Kohle, wenn ich 70 Stunden in der Woche arbeiten muss? Ist die Lage denn für die Ärztinnen und Ärzte an allen Kliniken dieselbe?
Also an den kommunalen Kliniken scheint es besser zu sein. Da ist wohl erreicht worden, dass die Überstunden ausgeglichen werden und dass auch die Arbeitszeit besser protokolliert und auch kontrolliert wird. An den Unikliniken ist es wohl schlechter. Das ist halt auch deshalb ein Problem, weil ja an den Unikliniken eigentlich das Spitzenpersonal arbeiten soll. Da wird ja auch geforscht und ausgebildet. Und wenn da die Arbeitsbedingungen deutlich schlechter sind als an kommunalen Kliniken, besteht natürlich auch die große Gefahr, dass das Spitzenpersonal abwandert. Wir haben ja gerade im Beitrag erahnen können, was Klinikärzte tagtäglich leisten müssen. Laut Zahlen der Ärztegewerkschaft Marburger Bund fühlen sich knapp 60% der befragten Mediziner häufig oder ständig überfordert. Und das finde ich besonders spannend. 21% denken deshalb sogar ans Aufhören, was das Problem natürlich verschärfen würde. Das muss doch die Politik aufschrecken. Ja, Bundesgesundheitsminister Spahn ist ja auch aufgeschreckt, denn natürlich weiß er, dass eine hohe Arbeitsbelastung auch die Sicherheit der Patienten gefährdet. Denn wer will dann auch schon von einem übermüdeten Arzt operiert werden? Aber seine Einflussmöglichkeiten sind einfach gering, denn Krankenhäuser werden finanziert von den Krankenkassen, den Ländern und den Kommunen. Er kann höchstens Strukturen festlegen, also Gesetze erlassen, in denen er zum Beispiel festlegt, so und so viele Ärzte dürfen oder müssen mindestens auf einer Abteilung beschäftigt sein. Und im Pflegebereich zum Beispiel hat er das ja auch schon getan. Verhandlungspartner ist ja die Tarifgemeinschaft der Länder. Wie ist denn deren Position? Ja, für die Länder verhandelt der niedersächsische Finanzminister Hilbers. Und da sagt der Marburger Bund, die Tarifgemeinschaft der Länder hat sich überhaupt nicht bewegt, ist überhaupt nicht auf die Forderung der Ärzte eingegangen und deshalb ja auch der Warnstreik. Aber man muss eben auch sehen, dass die Länder auch diejenigen sind, die die Forderung nicht nur erfüllen müssen, sondern ja dann auch die finanziellen Konsequenzen tragen müssen. Denn die Forderungen der Ärzte laufen ja letztlich darauf hinaus, dass mehr Personal eingestellt werden muss. Und das muss ja bezahlt werden. Sie reden gerade von mehr Personal. Man muss ja sagen, es herrscht immer noch Personalmangel, auch gerade an den Kliniken. Was muss denn da passieren? Ja, es muss natürlich mehr Personal eingestellt werden, aber wie schon gesagt, das muss ja bezahlt werden. Und entweder müssen es die Krankenkassen zusammen mit den Ländern bezahlen und das zahlt dann letztlich der Steuerzahler. Und das will natürlich auch keiner so ohne weiteres verantworten. Gesundheitsminister Spahn hat schon angekündigt, wohin die Reise gehen könnte. Er hat von einer Krankenhausstrukturreform gesprochen, über die er jetzt auch wohl mit den Ländern reden wird. Aber da darf man sich nicht viel vormachen. Eine Krankenhausstrukturreform wird darauf hinauslaufen, dass sich die Krankenhäuser mehr spezialisieren und dass es in der Zahl, in der Summe wahrscheinlich dann weniger Krankenhäuser geben wird. Der Ärzteberuf ist ja trotzdem weiter interessant für junge Menschen. Bislang haben wir aber in Deutschland zu wenig Studienplätze für zu viele Bewerber. Müsste da nicht auch etwas passieren? Ja, da soll ja auch was passieren und da ist wohl zumindest auch schon was passiert. Also auch da hat Bundesgesundheitsminister Spahn gesagt, er hat einen Masterplan verabredet mit den Ländern, dass sie mehr Studienplätze zur Verfügung stellen, mehr Studienplätze schaffen und dass auch überhaupt neue Fakultäten an einzelnen Unis gegründet werden. Das soll wohl auch schon passiert sein, aber auch das muss halt finanziert werden und auch da ist der Bundesgesundheitsminister darauf angewiesen, dass die Länder das umsetzen und das heißt dann letztlich auch die müssen wieder dann Geld in die Hand nehmen. Heute streiken also die Universitätsärzte. Kurz noch nachgefragt, müssen sich Patienten Sorgen um ihre Versorgung machen heute? Nein, also da sagt der Marburger Bund ganz klar, das müssen die Patienten nicht. Es ist eine Notfallversorgung da. Das heißt, es sind heute wohl so viele Ärzte in den Unikliniken wie sonst auch am Wochenende. Es soll also keiner abgewiesen werden, der wirklich dringend Hilfe braucht. Aber Termine könnten ausfallen, die nicht ganz so dringend sind. Und es könnte auch zu Verzögerungen kommen. Wir werden das weiter im Auge behalten. Vielen Dank, Katharina Seiler nach Hannover.